So, die Kerstin und ich, wir sind hier in Hückelhofen am Adolfosee. Und hier ist ein Schwan unterwegs, ein Jungschwan. Der gehört eigentlich zu seiner Familie. Das sind Vater, Mutter und 5 Jungtiere. Allerdings hat dieser Jungschwan wohl seit 2 bis 3 Wochen schon einen Angelhaken in Höhe des Kniegelenks sitzen und wird deswegen wohl von der Familie ausgeschlossen und dödelt immer alleine hier irgendwo über den See. Und den suchen wir jetzt gerade. Jetzt ist gerade die Melderin dazugekommen. Die weiß, wo sich der Schwan gestern aufgehalten hat. Wir haben jetzt hier schon ein bisschen gesucht, den aber bisher noch nicht gefunden. Jetzt fahren wir erstmal zu der Stelle, wo der Schwan gestern war. Und dann hoffen wir mal, dass wir den finden. Der See ist vergleichsweise groß. Wenn wir den jetzt nicht auf Anhieb finden, dann müssen wir uns noch so ein paar Tricks überlegen. So, Schwan ist gesichtet. Glaube ich zumindest, hoffe ich. Wo sind die anderen beiden? Und dann hoffe ich mal, dass wir den jetzt hier kriegen. Jetzt wird's heikel. Und zwar hat der Schwan gefressen, er hat sich anfüttern lassen, allerdings nur sehr zaghaft. Der ist wohl mehrfach schon, also man hat wohl schon mehrfach versucht, den zu fangen. Dementsprechend vorsichtig ist der geworden und der ist gerade überhaupt nicht mit dem Kopf unter Wasser gegangen, um die Körner zu picken. Dementsprechend konnte ich mich in keiner sicheren Situation auf den draufstürzen. Sicherlich kann man jetzt im Nachhinein sagen, oder sag ich mir auch, hätte es durchaus eine Situation gegeben, wo ich es hätte versuchen können. Aber ich habe halt auf einen besseren Moment gewartet. Irgendwann ist der einfach, obwohl nichts passiert ist, abgezogen und hat sich gedacht, nee, das ist mir zu unsicher. Oder hat sich, wer weiß was, gedacht. Auf jeden Fall ist er jetzt weg. Okay, der Schwan kommt nochmal zurück. Vielleicht gibt es jetzt nochmal eine Chance. Weiter, schnell weiter. Weiter, schnell weiter. Jetzt ganz schnell immer. Ich würde erstmal, oh, das tut weh ein bisschen, ne? Lass das mal. Hallo. Lass das mal bitte. So, also da er jetzt hier nichts hat, würde ich ihm eigentlich eine Socke über den Kopf ziehen. Hast du die? Ja, die habe ich hier unter meinem Trockenanzug. Das ist nicht schlimm. Dann hältst du einfach mal hier den Kopf. Du brauchst nur hier so, ne? Mhm. So machen, das kann nicht passieren. Guck ich mir mal hier. Rechte Seite, ne? So, die Schnur, ja, nee, doch, da ist eine Schnur an dem Haken dran. Oh ja. Okay. Gut. So, dann setz dich bitte mal auf den Schwan drauf, so wie ich das gerade gemacht habe. Ja. Ja, richtig schön die Flügel zusammendrücken. Ich ziehe mir mal eben den Anzug aus. Dann können wir dem eine Socke über den Kopf ziehen. Geht, ne? Geht, ne? Scheiße. Ja, ja. Nee, das klappt aber glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich... Halt einfach von hinten so die Flügel zusammen. Ja? Ja, ja. Du kannst den Kopf ruhig loslassen. Ja? Weil dann hast du die Hand frei. Okay. Weil der kann ja eh das nichts machen. Der kann ja nicht gezielt rumballen. Schon gut gepackt. Ja, das war ein Glückstreffer. Du darfst ja nicht vergessen, das ist ein kleines Kind, das ist ein Jugendlicher. Okay. Das sagen wir, das ist ein 12-Jähriger. Der macht noch Randale. Der kann nicht viel. Große Stahl.
Ja, aber so bin ich auf jeden Fall gerade sicherer. So, dann drehen trotzdem mal ein bisschen. So auf Niveau. Genau, so ist gut. Genau, dann komme ich hier dran. Gucken wir mal. Meistens, wenn er schon. Ah, guck mal hier. Da ist hier der Haken auf der Seite auch wieder rausgekommen. Guck mal kurz. Meistens, siehst du, das ist, hier ist auch schon nekrotisches Gewebe. Ja. Dann kannst du ihn in der Regel einfach so rausziehen. Weil auch da, wo der Widerhaken ist, wenn einer dran ist, hat sich nekrotisches Gewebe drum gebildet, siehst du? Ja, ja, so einfach, stimmt. Also ich sehe aber auch gerade, der hat so gut wie keinen Widerhaken. Der hat da nur so eine ganz leichte Erhebung, das ist gut. Ja, gut. So. Jetzt ist natürlich trotzdem so, also das hier. Kann ja nicht stehen drauf. Nee. Also ich sag mal, einen Fußkranken oder einen Beinkranken Schwan würde ich jetzt auch nicht so ohne weiteres einfach wieder. Wenn das jetzt woanders gesessen hätte, aber da saß mir zu nah am Gelenk. Ja. Hier ist noch der Haken von Samstag. Den habe ich aus dem Bein von einer kleinen Nilgans rausgeholt. Und eine Stunde vorher hatte ich einen Einsatz, auch eine Nilgans, 17 Kilometer weiter nördlich. Die hatte drei Angelhaken im Körper. Drei im Körper? Ja, so ein langer Köder mit drei Drillingshaken dran. Die saßen alle im Bein. Ja, hatte der Kleine von vor 2 Jahren auch. Eine in der Flosse und eine im Bein. So ein Drillingshaken fixiert der Fuß. Mach ich da mal ein bisschen was drauf, aber da sind die Wasservögel ja eigentlich ziemlich hart im Nehmen. Also die haben eigentlich eine gute Wundheilung. Und das war ja auch im Prinzip, ist das ja schon eine geschlossene Wunde. Das ist jetzt nur ein Loch, das wird auch wieder zuwachsen. Ja, aber es hat ja gar nicht geblutet. Und das blutet halt nur am Anfang. Es sind nur einfach zwei kleine Löcher hier. Mehr ist das nicht. So. Deswegen verstoßen hat, weil er nicht so konnte wie die anderen. Zeig mal. Ja, hast du ihn? Ja. So, Schwan ist gesichert. Der hatte den Haken relativ nah am Gelenk, vielleicht sogar im Gelenk. Jetzt ist es so, dass er vorher das Bein wenig benutzt hat. Der ist also zum Beispiel jetzt seit 2-3 Wochen auch nicht einmal mehr an Land gesehen worden. Dementsprechend können wir den jetzt nicht einfach raussetzen, weil wenn er das Bein weiterhin nicht benutzen kann, ist er hier natürlich weiterhin auch gehandicapt. Und das Risiko wollen wir nicht eingehen. Der ist eh ein Jungtier aus diesem Jahr. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt, September, Ende September bald. Das heißt, in mehreren Wochen bis einigen Monaten fangen die Elterntiere ohnehin an, ihre Jungtiere aus dem letzten Jahr zu verjagen. Und deswegen bringen wir den jetzt in die Wildvogelstation Parsmühle. Da kann der mit Artgenossen, die gleichaltrig sind, weiter aufwachsen und geht dann im nächsten April oder Mai mit seinen Artgenossen zusammen in einer großen Aktion raus. Da werden dann immer so 30, 40 Schwäne auf einmal ausgewildert und da wird er dann bei sein. Also ich denke mal, wir tun ihm keinen Gefallen damit, wenn wir den jetzt so ohne weiteres wieder aufs Wasser setzen. Wäre das jetzt ein Haken gewesen, der vielleicht nur an einer Stelle durch den Schnabel gewesen wäre und das Tier hätte sich ganz normal im Familienverbund aufgehalten, wäre das was anderes. Aber in dem Fall gehen wir lieber auf Nummer sicher und bringen das Tier in die Parsmühle.